Wenn du Fertigkeitspunkte bei Fertigkeitsknoten einsetzt, verbessern sich deine Kampf- und Schleichfertigkeiten. Zusätzliche Hilfsmittelerweiterung 2. Du kannst ein neues Feld für Hilfsmittel freischalten, indem du die Banu Musa in einem Bruderschaftshaus der Verborgenen aufsuchst. Sobald du es erworben hast, kann es jedoch nicht mehr zurückgesetzt werden. Alles klar. Da oben fängt es an. Enkidus. Ich nenne ihn Enki. Enthüllt Schlüssel und hebt Gelegenheiten wie Truhen mit einem Leuchten hervor. Auch geheime Eingänge sind leichter zu entdecken. Automatisches Einsammeln. Treten. Ja. Ich denke, um Sachen zu finden. Gehen wir erstmal dahin. Der Kodex. Ah ja. Okay, nice to know. Was ist das denn? Gefallensmünz. Okay. Ah, bin ich mal gespannt. So, und nun? Meinst du, das funktioniert jetzt besser? Ja, tut es. Definitiv. Friede sei mit dir, Basim. Ich muss zu Al-Hassan. Er erwartet mich. Bitte. Ist mein Mikro überhaupt dann? Ja. Wie fühlst du dich an diesem verheißungsvollen Tag? Wundervoll. Es ist seltsam, Al-Hassan. Mein Geist ist ruhiger, als ich es erwartet hätte. Ich dachte, ich würde stürmische Wogen in mir tragen. Doch stattdessen Stille. Weil du dich deiner Ausbildung verschrieben und nichts dem Zufall überlassen hast. Hier, Basim, das hast du dir verdient. Es ist eine große Ehre. Ich nehme an, du verstehst das. Ey, du stehst im Weg. Roshan und die anderen erwarten mich. Auf bald. Und danke, Al-Hassan. Abflug. Ich wünschte, ich könnte einen kurzen Blick in die Höhle werfen, um zu sehen, was darin ist. Es gibt eine Sache, die ich über die heutige Zeremonie weiß. Das ist ein großer Tag. Ist es die Aufnahme?
Wie fühlst du dich? Bereit, den Sprung zu wagen. Ich möchte, dass du weißt, es war mir eine Ehre, dir auf deinem Weg als Novize zuzusehen. Zum Mann. Ich bin dir dankbar dafür, dass du ihn mir aufgezeigt hast. Du ehrst mich. Komm, eine neue Robe wartet. Ah, sie steht hier okay. Gut. Komm, es ist soweit. Das heißt, als in Anführungsstrichen Novize hat Wie fühltest du dich an jenem Tag vor so langer Zeit? Ein weißen Gürtel, als normaler Assassin in Anführungsstrichen, ein blauer und rot für den Meister-Assassine. Denke ich. Ich hatte Angst. Meine Hände waren schweißnass und mir zitterten die Knie. Ich kann mir dich nicht verängstigt vorstellen. Erlaube mir an diesem wichtigen Tag ein Geheimnis mit dir zu teilen. Mut zu haben bedeutet, trotz großer Angst handlungsfähig zu bleiben. Wenn ihr jetzt nicht die Worte spricht, bin ich sauer. Oh, shit, die haben ja zu der Zeit auch die Finger abgehackt, oder? Autsch. Basim ibn Ishaq. Bist du bereit, dein Leben hinter dir zu lassen und auf dem Schattenpfad zu wandeln? Das bin ich. Bist du bereit, den aufzugeben, für den du dich immer hieltest? Bereit zu opfern, was dir wichtig war? Das bin ich. Vergiss nie die Grundsätze, die du geschworen hast, zu befolgen. Halte deine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Verbirg dich in der Masse. Gefährde niemals die Bruderschaft. Aus dem Dunkel schreitest du in das Licht. Und aus dem Licht kehrst du ins Dunkel zurück. Ich würde dir die Luft anhalten. Na dann, auf geht's. Basim ibn Ishaq, du folgst nun dem Weg des Adlers. Willkommen, Verborgener. Du bist gestorben und wurdest wiedergeboren. Und nun kämpfe mit mir als Gleichgestellter. Nein! Okay, mal gucken, was die Steuerung jetzt so erzählt. Ich hab mal ein bisschen hin und her gemacht. Ja. Lässt du dich wieder vom... Ups. Keine Ausdauer mehr. Ah, okay.
Gut. Schon übermannt. Ich erinnere mich nicht, dich das gelehrt zu haben. Wirklich nicht? Ja. Ist dir das aufmerksam genug? Zu? Deutsch oder schwer? Oh no. Helft mir! Nur! Nur! Bleib liegen. Hast du Freunde mitgebracht? Spar deine Kraft. Er war unvorbereitet, musste Bagdad überstürzt verlassen. Hier, trink. Ali. Er ist fort. Sie haben ihn in der Nacht geholt. Sie? Der Orden. Bringt ihn in mein Zelt. Wenn Ali fort ist, sind wir blind. Der Orden hat Bagdad und seine Schritte in Nebel gehüllt. Wir müssen dorthin. Roshan und Basim, geht mit Fulad. Brecht sofort auf. Also das Ausweichen kann man trotzdem auf die Leertaste setzen. Im Kampf hat es keine Konflikte. Nein, nicht liegen. Basim, wir sollten weiter. Ich würde mich gerne erst umsehen, wenn ich darf. Bagdad und seine Umgebung rufen nach mir. Wie du willst, aber spute dich. Es wird viel zu tun geben, sobald wir in Harbia sind. Halte nach einem vergitterten Hof nahe Sharis Moschee Ausschau. Dort sammelte Nur seine Informationen. Und dort wirst du uns finden. Na dann, wohin führt mich mein Herz? Was? Herausforderung ansehen? Was haben wir denn hier? Ah, okay. Der Boden besteht aus Lava, alles klar. Was ist das denn? Sind das irgendwelche komischen Collectibles? Ist das? Codex aktualisiert, Gründung Bagdads. Ah, okay, alles klar. Historische Stätten.
Okay, alles klar. Lässt sich im Tausch gegen eine Nachtmütze wieder okay. Was ist das? Bekannter Aufenthalt, entdeckter Ort. Synchronisierter Aussichtspunkt, bekannter Aufenthaltsort, entdeckter Ort, Bruderschaftshaus, Darwin, Schladen. Okay. Aber ich würde tatsächlich erstmal hier dieser exakte Kreis um Bagdad. Ich meine, Assassin's Creed wird immer an, also es hält ja immer an Geschichtlichen fest. Wie haben die das geschafft, so exakt rumzubauen? Ja, hier wurden wieder Bildchen gemacht. Das ist das mit den meisten? Nee. Konzeptgrafik des Tages. Ah, ja. Interessant, interessant. Na dann. Aber ich würde mich erstmal. Kannst du es aber bitte richtig markieren? Das wäre super. Egal. Grunz mich nicht so an. Wir machen erstmal ein bisschen Main Story. Umschauen kann man sich immer noch mehr als genug. Ich bin sowieso eigentlich immer der Typ, normalerweise mache ich immer Nebenquests erstmal und push mich ein Level hoch und mache dann eine Main Story. Das dauert aber, bis das Kamel seine Ausdauer verliert. Oh. Klingt ja nach Spaß hier, hm? Kann ich da reinreiten oder muss ich mein Tier hier draußen lassen? Welch vertrauter Anblick. Sei gegrüßt, Bagdad. Zeige mir, was ich vermisst habe. C absteigen. Auf offener Straße? Ich weiß ja nicht. Wir sind erstmal lieb. So mehr oder weniger. Ja, danke. Wie wär's denn eigentlich? Warum hast du dich jetzt nicht da festgehalten? Leider. Und das hast du nicht gehört? Cool. Hallo? Ah, ich muss mich erstmal da oben gewöhnen. Was ist die Kiste? Flamingo-Feder. Ah ja. Zeug einsammeln war noch nie schlecht. Was ist das? Ah, Hilfsmittel, okay. Okay, muss man merken. Come on.
Grüße. Was ist denn jetzt? Ach so, weil man mehrere Sachen markieren kann, wird das da in der Ziffer auch als... Mit B. Leihe mir deine Augen. Na? Oh, das ist ein bisschen ungünstig gemacht hier. Hä? Ah, okay. Alles klar. Also mit dem muss man langsam machen. Aber dieses Tackern, das geht mir ehrlich gesagt ein bisschen auf den Zunder. Achso, das war die Bank. Sorry, Reflex. Ja. Hör auf. Teil mit den ganzen Kissen und den ganzen Kram hier. Das ist also ein Bruderschaftshaus der Verborgenen. Ich hätte eine Hütte erwartet. Einige sind das auch. Andere sind mit Gold verbrämt. Wo wir uns auch niederlassen, es zählt nur, dass unsere Anwesenheit ein Geheimnis bleibt. Das ist hier mit Sicherheit der Fall. Hast du etwas Hilfreiches gefunden? Nicht dazu, wo Ali sich befinden könnte. Aber Nur stand in Kontakt zu jemandem namens Beshi. Ich kenne diesen Namen, einer von Alis engsten Verbündeten in der Rebellengruppe. Er arbeitet am oberen Hafen. Sieh nach, ob er dort ist. Womöglich kann er uns etwas über Alis Verschwinden erzählen. Hier habe ich etwas. Wie es scheint, hat Nur diesen ganzen Bezirk aufgezeichnet und das Manufakturgebiet im Norden markiert. Was gibt es dort? Anhänger der Rebellen. Wenn Nur aus irgendeinem Grund dort war, sollten wir dem nachgehen. Verstanden. Das ist keine heiße Spur, doch immerhin ein Anfang. Fulat und ich werden sehen, was wir noch herausfinden können. Sei vorsichtig. Na dann. Nachforschung. Das Nachforschungsmenü zeigt den Fortschritt deiner Nachforschungen und Fälle an. Wird angezeigt, wenn das Menü neue Informationen enthält. Um Fälle zu lösen, benötigst du Hinweise. Diese findest du, indem du Orte besuchst und Leuten der Welt hilfst. Ey, es ist wie Teil 1. Untersuche einen Hinweis, nachdem du ihn entdeckt hast, um mehr Informationen zu erlangen, die deine Nachforschungen voranbringen könnten. Wenn ein Fall verfolgt wird, werden Informationen dazu auf der Karte, auf dem Kompass und im Questlog angezeigt. Wenn du in einem Fall Fortschritte machst, bekommst du auch bei Basims Nachforschungen und seiner Geschichte voran. Beshi. Nurf. Und der da. Alles klar. Ja, mehrere Fälle. Ja. Wir sind ja erstmal an dem jetzt dran. Würde ich mal behaupten. Gibt es noch irgendetwas, das du mir über Shari erzählen kannst? Warum sollte sich Nur dafür interessieren? Die Menschen dort sind stumme Unterstützer der Aufständischen. Einfache Leute. Arbeiter. Händler. Wenn ich so darüber nachdenke... Nur erwähnte tatsächlich einen neuen Kontakt. Einen Händler. Vielleicht wohnt er in Shari, bei den Lederfärbern der Manufaktur. Ich werde nach einem Stand Ausschau halten.
Gut. Hätte mich aber auch gewundert, wenn man einfach so heraus könnte. Der Klassiker, auf geht's. Weise mir den Weg. Wir kraxeln erstmal dann Luft, würde ich mal behaupten. Na, was haben wir denn hier noch? Zeig's mir nichts an. Egal. Da ging was zu Bruch. Animus-Shop, ja, nee, will ich jetzt nicht. Ich würde jetzt erstmal da hochkrabbeln. Folge nur. Suche nur das Getränk in der Färbermanufaktur auf. So. Wo? Es gibt halt so viel. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt zuerst machen soll. Aber wir verfolgen erstmal das hier. Ich wollte das markieren. Dann halt eben nicht. Schmiede. Ja, gut, okay. Machen wir uns dann Gedanken, wenn es soweit ist. Das ist das, was ich meine. Warum kann ich das nicht einfach markieren? Ich will das markieren. Ich möchte das markieren. Jetzt sehe ich das nicht mal mehr da oben. Ey, Moment, ich muss das mal erstmal ein bisschen klarkommen. Ach, egal. Ach, das finde ich ein bisschen blöd, dass ich da irgendwas öffne, wenn ich das eigentlich nur markieren will. Sind wir ja. Was siehst du, Sadiki? Da bist du. Irgendjemanden, der mir vielleicht nicht ganz wohlgesonnen ist. Nö, aktuell sehe ich niemanden. Einen Augenblick. Darwish. Ach. Asim. Azizi. Ich dachte, du wärst tot. Das dachte ich von dir auch. Was machst du hier? Deine Kleidung. Du bist nun einer von ihnen? Wie das? Ich bin ein Verborgener unter Roshans Führung. Verzeih mir, das ist alles zu viel.
Als ich dich unter den Toten nicht fand, hoffte ich, dass du irgendwie entkommen wirst. Ich habe nächtelang für dein Überleben gebetet, dass du in Sicherheit bist. Heute zeigt mir Allah, dass er mich erhört hat. Ich bin deiner Gebete nicht würdig. Was in jener Nacht geschah, war nicht dein Werk, sondern das böser Männer. Das weißt du. Deswegen hast du dich entschieden, diesen Weg zu beschreiten. Deswegen bin ich nun in Bagdad. Ali ibn Muhammad ist ungestüm und sieht sich selbst als der Mahdi. Ich verachte den Mann, aber wir kämpfen gegen denselben Feind. Einen, bei dessen Niedergang ich helfen muss, wenn meine Seele je ruhen soll. Es ist also wahr. Du bist der Rebellenhändler, der Nur geholfen hat. Wie ist es ihm ergangen? Sein Leben hängt in der Schwebe, aber er ist bei meinen Leuten sicher. Ich setze seine Arbeit fort und jage die Unterdrücker Bagdads. Ali half Nur dabei, sich einem solchen Mann zu nähern. Aber wie du vielleicht weißt, ist er seitdem verschwunden. Er ist nicht verschwunden. Er wurde gefangen. Ein Schicksal, das er gerade mit vielen Aufständischen teilt. Weißt du, wo er festgehalten wird? Er wurde zur Wache von Beb Khurasan gebracht. Aber das ist schon Wochen her. Du beherrschst schon ihre Abgänge. Es war schön, dich wiederzusehen. Pass auf dich auf. Du magst jetzt in besseren Händen sein, doch ich bleibe ein nörgelnder alter Mann. Und Basim, wenn du dich mal etwas diebisch fühlst, komm mich besuchen. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Für die gute Sache, versteht sich. Wache von Babt Shorasan. Alles klar. Trotzdem nervt mich das, dass ich hier das nicht einfach markern kann. Was haben wir denn hier noch? Obwohl das ja halt eben auf dem Weg liegt, ne? Wir machen das zuerst. Da sind wir näher dran. Fall geschlossen. Ach, es nervt mich immer noch. Na gut, ich kann ja irgendwie... Bringe die Gegenstände. Ja, ich weiß noch nicht, welche Gegenstände. Das gucken wir uns dann an. Sonst wird es halt eben zumindest in die Richtung. Oder sehe ich das auch nicht? Wow, jetzt sehe ich es doch da oben. Nee, tue ich nicht. Gut. Ich gehe davon aus, dass es Färbemittel ist, oder? Ja, ist Färbemittelchen, ne? Entschuldigung. Was war da eben für... Was ist das denn? Mal kurz gucken. Sollen wir etwas für dich spielen? Ah, alles klar. Ablenkung, ich sehe. Das könnte Beshi sein, der da seine Männer anheizt. Bist du Beshi? Ich gehöre zu Nur. Du kanntest ihn, oder? Ich kannte ihn. Zuletzt sah ich, wie er aus der Stadt gejagt wurde. Lebt er? Gerade so, aber er ist in Sicherheit. Der sture Hund. Wie soll ich dich nennen? Basim. Nun denn, Basim. Hast du noch eine andere Klinge als dieses Buttermesser?
Du könntest durchaus etwas Größeres gebrauchen. Wofür? Willst du aufbrechen, Ali zu suchen? Noch nicht ganz. Das hier ist nur die Hälfte meiner Männer. Der Rest wird die Straße hoch im Hafen festgehalten. Wir könnten zu wenige sein, um einen Angriff zu wagen. Wenn du deine Männer retten willst, sollten wir mit Bedacht vorgehen. Ich gehe alleine, leise. Lass deine Männer hier warten und jene geleiten, die wir befreien. Ihr Verborgenen denkt alle gleich. Aber ihr denkt klug. Schön. Vor uns kann sich nichts verstecken. Jemand? Da ist jemand mit dem Schlüssel. Etwas Musik um den Geist. Der geht darüber. Der geht darüber. Ja. Schleichen wir uns mal von der Seite hier ran. Ich war 5 Jahre in Delam. Die haben was gegen uns da oben. Dagegen ist das hier der reinste Lustgarten. Wollt ihr nicht gehen? Du mal hin. Warum hat der jetzt auch drauf reagiert? Das ist blöd. Augenblick. Okay, Glück gehabt. Das hätte auch dezent ins Höschen gehen können. Das Schicksal ruft. Sind noch ein paar. Okay, okay, okay. Kann ich die Fracht da vielleicht irgendwie runterschmeißen? Warte mal, wie ging das denn nochmal hier? Kann ich das nicht runterschmeißen? Schade. Nee, das sind 2. Das funktioniert so nicht. Egal, was soll's. Mit Dattelpalmen und einem Kanal in der Nähe. Oh, hi. Aber das Haus ist runtergekommen. Ups, hab's versaut, sorry. Ja, ja. Warte! Hey, ich fesse dich! Ich töte dich! In die Hose, was? Gut. Ja.
Komm schon! Hallo! Ich töte dich! Sag mal, Entschuldigung? Jetzt mach ich dir. Ja, mach ich dir. Eins nach dem anderen. Ich hab jetzt gerade keine Lust auf irgendwelche Schleichnummern. Geh zum Anleger. Finde Beshi. Puh. Stopp. Wer war nochmal der Typ mit dem Schlüssel? Das war der Licht, oder? Ja. Ups. Bei Allah. Abdam, Sadiq. Na ja. So. Lass deinen Blick schweifen. Das war ja klar. So dumm ist keiner, uns anzugreifen. Bitte? Gehe in Frieden. Oh, stimmt, da ist ja noch einer. Ich immer mit meiner Haut drauf Aktion. Das war der letzte. Nun zurück zu den anderen. Basim, du tollkühner Hund. Ich leiste nur meinen Beitrag. Zusammen werden wir das Leid dieser Stadt beenden. El-Hul ist es, den du finden musst. Der Mann, von dem man nur hört, aber den man nie sieht. Was weißt du über ihn zu sagen? Er lässt Feinde des Kalifats in der Wüste graben. Gefangene, Aufständische, Arbeiter. Wonach er sucht, vermag ich nicht zu sagen. Diese Männer wurden vor Wochen mit Ali gefangen genommen. Dazu bestimmt, im Sand zu sterben. Ali nicht. Er kam woanders hin. Sie haben uns markiert und getrennt. Er war in einer anderen Gruppe. Sie wollten ihn befragen. Über dich. Und deine Freunde. Kannst du mir seine Markierung zeigen? Was hast du im Sinn? Ali und Nur kamen El-Hul nah genug, dass er es bemerkte. Wenn wir Ali finden, kann er uns zu El-Hul führen. Hm. Das ist ein Weg. Es könnte einen anderen geben. Ich gehe dorthin, wo diese Männer graben sollten, und gebe mich als Gefangener aus. Bist du wahnsinnig? Nein, nur stur. Hier, nimm das. Was fange ich damit an? Das ist eine Chitmatun-Münze. Jene, die ihren Wert verstehen, werden alles in ihrer Macht tun, um zu helfen. Okay. Das ist diese Ablenkungsgeschichte, oder was? Diese Männer werden sich bei der Wassermühle am nördlichen Stadtrand sammeln. Ein Stützpunkt der Rebellen. Du bist dort willkommen. Allah schenke dir Erfolg. Möge Allah dich segnen. Nun denn. Genau, das sind die. Puiuiuiui. Gucken wir uns nochmal den Spaß hier ein bisschen an. Erkundung.
Ja gut, das ist nichts Neues. Fraktionen, Aufständische, Gelehrte und Händler bieten Bashim im Tausch gegen den Münz. Okay, alles klar. Der berühmteste Krämer Bagdad sucht nach seltenen Artefakten, die er verkaufen kann, um den Aufstand aufrechtzuerhalten. Diese Artefakte sind unter der Bevölkerung der Stadt verteilt. Benutze das Adlerauge, um Ziele zu entdecken und ihnen die Artefakte zu stehlen. Ah, okay, die muss ich also stehlen. I see. Cool. Dann würde ich beim nächsten Mal tatsächlich mich hier ein bisschen umschauen. Gucken, was ich hier noch so aufdecken lasse. Also es ist auf jeden Fall gut bisher, überschaubar. Aber man weiß ja nicht. Das kann sich immer noch ändern, ne? Man kennt's.